Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Oh, was ist das denn? Lava-Teufel. Von Dungeon Siege, meine lieben Freunde. Es geht weiter. Bei der letzten Folge haben wir diese ganzen Gefängniszellen... Oh, aua, aua, aua. Die ganzen Gefängniszellen geklärt. Eine Gefängniszelle hinter der anderen. Und jetzt laufen wir weiter, scheinbar Richtung Hölle, wenn wir zu den Lava-Teufeln schon kommen. Was, sind die stark? Ich glaube, eher die Sägs sind die, die so mächtig sind, wa? Immer noch drei? Was machen wir denn eigentlich die ganze Zeit hier? Wir haben nicht dieselben an, denke ich. Oder? Doch, haben wir. Wow, wir haben ernsthaft denselben an und irgendwie gefühlt keinen Damage gemacht? Was haben wir denn da? Da ist einer drinnen. Eingesperrt in einem Käfig. So, kannst wieder mal wieder einen Mana-Trank schlucken. Lass gerne heilen, ist kein Ding. Okay, wo zuerst lang? Ach, hier geht's gar nicht lang. Dann, ja, wo zuerst lang? Das ist immer noch eine gute Frage. Ja, es war klar, dass der Sägs kommen. Aua. Wraith Warlock. Ein Hoch auf unsere Magier. Sehr gut. Auf unseren Magier. Nehmen wir nur einen. So, das sind wieder Türen. Ah, wir haben wunderbar geheilt. Hat auf jeden Fall super gegen geheilt. Das freut mich sehr. Da ging aber schon mal gekämpft, ne? In irgendeiner Höhle. Sehr schön. Ja, das ist schon mal ein schöner Kampf gewesen. Ich mag die Gitter nicht. Hm, die können mich da durchschießen, alle. Frage ist, gehen wir zuerst da lang oder gehen wir erstmal die hier hinten? Ich glaube, wir gehen erstmal die hier. Oh, wen haben wir denn da? Kell! Hallöchen, Kell! Aber der macht, naja, höchstens ein bisschen Schaden. Ich glaube so, ach, das sind verkohlt. Die sehen ja hässlich aus. Sowas wie Debuff oder so gibt's, also gibt's hier glaube ich nicht allzu sehr, ne? Er kann höchstens ein bisschen Schaden machen. Macht er ja auch. Droppt ultra viel Gold. Folterkammer auf jeden Fall hier. Also eine Jungfrauen. Kann ich den anderen irgendwie runterlassen? Naja, hier. Oh, da. Oh, der ist verrückter Typ. They try to crack his head with magic, but he's got daisies for brains now, don't he? Don't he? They wanted to know where the Chamber of Stars was, those sec devils, but Swanee wouldn't tell them. The secret chamber with all the king's magical goodies. You nearly tricked old Swanee, but I'll not give it away. Never. Bloody sec traitors. Das ist ein Freund oder ein Feind? Das ist ein Gegner, ne? Swanee, der Wahnsinnige. Muss mal speichern. Okay. Na, der ist ein bisschen crazy geworden durch die Folter, ne? Kann passieren. Leider wird er das Geheimnis mit ins Grab nehmen, wo sich die Sternenkammer befindet. Das ist mein Sternschlüssel. Aufrichtigkeitsschild, ein langer Kompositpunkt, Swanees Keule, Brigand. Okay. Können das mal weg. 150 bis 180 Schaden. Oha. Heftig. Benötigt 48 Stärke. Die hat er zum Beispiel nicht. Das weiß ich. Und was steht jetzt da? Auch Stimmobjekt nicht möglich. Ja, Aufrichtigkeitsschild. Wie viel Prozent hat er? 20 und 10, aber ich habe 35 Prozent. Na, ist nicht gut.
Ah ja, okay. Ja, schade um ihn, ne? Ihn hat's dahin gerafft mit der Folter. Und hier das Ding ist wahrscheinlich schon verkohlt, weil sie es angezündet haben. Dann lass mal die Verkohlten noch. Tschüss! Leute, dann lass mal die Verkohlten noch runter. Und werden die besiegen, aber nein. Sie wurden einfach. Einfach nach unten. Haben den nächsten Zug noch genommen. Die nächste Etage noch mitgenommen. Krass. Okay. Schöne Keule, da hat sie keine Stats, ne? Also keine anderen Punkte. Keine magischen Punkte. War hier oben nicht noch was gewesen? Gefängniszellen. Okay. Ziemlich viele mächtige Gegner. Kannst du mal Mana-Trank währenddessen trinken? Den Käfig können wir wieder hochholen. Da sind halt zwei Verkohlte drin. Aber lass uns erst mit den Gegner killen. Huch, hier ist einer gespawnt gerade. Ich glaube, dass er ein Gespenst wäre. Wir haben jetzt mittlerweile 5,89 Millionen Gold. Aber wir haben jetzt auch nicht allzu viel Stuff verkauft. Weil wir auch nicht alles mitgenommen haben. Aber lass uns die noch killen. Und dann die Zelle noch daneben. Aua. Und jemand greift mein Magier und mein Dingens an. Mein Esel. Wieder ein Wrath Warlock. Sehr schön. Kettenstiefel und Umhang. So, was war hier noch gewesen? Gold und nein, Schild. Hallo. Hatte keinen Mana mehr. Also mal trinken. Trinken hilft immer. So, warum wir alle hier sind, da fehlt noch mein. Da ist er. In ihr drinne. Noch ein Kell. Bam. Schrott. Nur Schrott. Na gut. Wie viel Gold hier rumliegt. Alles unnütz, weil das wahrscheinlich eh der letzte Händler gewesen ist. Und wir kommen mit dem Gold tatsächlich nicht mehr viel machen. Oha. Oha, komm mal alle mit. Ah. Eigentlich wollte ich, dass wir weglaufen. Ach komm, das kannst du sowas von vergessen, ey. Gott, das ist so ein behindertes Kackspiel. Herrgott nochmal, warum kommen denn da Milliarden Gegner? Genau, jetzt konnte ich wenigstens mal ziehen. Gerade hat es nicht funktioniert. Ja, na klar, komm, killt halt die, weißt du? Boah, Alter. Alter! Ich kann kotzen! Dieses Spiel ist so scheiße! Und warum heilt sie nicht? Danke. Heil doch einfach. Ah, der würde ihn wieder killen, oder? Gott, ich hasse dieses Spiel.
Deswegen spiele ich übrigens auch nicht in Gruppen. Ich mag keine Gruppen. Kannst du so schwer kontrollieren. Das war ein schönes Amulett. 20 Rüstungspunkte und 5% Chance, Nahkampf aus auszuweichen. Das ist natürlich hübsch. Wirklich sehr hübsch. So, du kannst auch ruhig mal gerne alle heilen. Aber da kamen noch Warlocks dazu und noch 1000 andere Viecher. Lava-Renner. Diese ständige Anklicken von anderen Porträts geht mir sowas von auf die Eier, ey. Ah. Machen auch gar keinen Damage hier, Gegner. Voll wenig, was die da machen. Na, immerhin. Immerhin diese Gegner geklärt. Jetzt kommen rechts noch 2 Milliarden Warlocks. Der Schaden, Mann. Der Schaden. Wahnsinn. Aber eine Leiche ist gar nichts. Eine Vollrüstung. Dann habe ich schon so eine gute 49 Stärke. Zum Geier hier zu dem Zeitpunkt 49 Stärke, Alter. Das ist eh nix. Da muss ich wahrscheinlich lang, denke ich. Dann laufen wir noch. Großmacher brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann laufen wir noch dahinter lang. Sofern es hier noch was gäbe. Oh, das ist der Eingang gewesen. Wollte ich ernsthaft hier langlaufen können? Ich trottel. Achso, das stimmt, ja. Da war ja was. Habt ihr recht? Da hat das Spiel recht. Hier hätte ich auch am Anfang langlaufen wollen. Theoretisch hätte man das machen können. Hätte man als Svennys Items nicht bekommen, aber ist dann halt so. Ah, gar keine Türen. Ah, die Warlocks, Mann. Ah, fall nicht runter. Ich denke, sowas gibt's ja auch nicht, aber trotzdem. Sieht immer so nach aus, ob ich einfach sterben könnte, indem ich runterfalle. Was ist das da hinten? Ein Sternengerät, ah. Okay. Da brauchen wir wahrscheinlich den Sternenschlüssel, ha? Huh? Lass uns einen neuen Safe anlegen. 23. Da haben wir den Sternenschlüssel verwendet. Eine Brücke. Vielleicht noch eine, ja, sehr gut. Ah, also hier ist auf jeden Fall noch keiner gewesen von den Seegs. Wir sind hier als erstes. Ui. Sieht aber hübsch aus. Das ist die Sternenkammer. Vielleicht kommen mir gleich welche hinterher, die einfach alles kaputt machen. Das kann natürlich auch sein. Was, dass ich das Tor jetzt geöffnet habe? Was ist das? Ah ja, okay, wir müssen die alle so einmal umdrehen. Was? Ja. Hm.
Und das müsste das letzte gewesen sein. Jetzt geht wahrscheinlich das Tor da vorne auf. Oder irgendwas, damit ich hier reinkomme und mir meinen Schatz holen kann. Oder so ein Laserstrahl. Wo wir einfach auf die Gegner rauf schießen können, weißt du? So, pschiu, alles tot. Ganze Welt befreit vom Unheil. Mhm. Coole Effekte auf jeden Fall. Für Dungeon Siege 1, für ein Game, was irgendwie 1997 gefühlt rausgekommen ist, sicherlich nicht verkehrt. Zing. Jetzt eine EMP-Welle und alle Gegner auf der Welt zerstört. Das heißt, ich kann einfach durchlaufen bis zum Ende. Oh, da ist eine Kammer, eine Schatzkiste erschienen. Überall ist eine Schatzkiste erschienen, nice. Ah, vier Kisten also. Bin mal gespannt, was da drin ist. Stimmt, so Brigandinenstiefel. Auftrag erfüllt. Mit null Verteidigung oder so. Oha. Ein Su. Oha. No. Der war Müll und der war... Oha, ist aber auch nicht verkehrt. Einfach mal ganz kurz darüber. Ein Schläger und eine bestrafte Armbrust. Oha, wie geil sieht die denn aus? Ausgeprägte bestrafte Armbrust. Oha. Was haben wir noch? Sorgfältige Feuer an der ist was von gewesen. Gesegneter Schläger der Zielsicherheit. Ach Quatsch, nicht ihr. Ihm. Er kann die Schuhe, sie kann die Schuhe gar nicht tragen. Oder was sie für Schuhe hat. Ups. Und mich nicht wundern, warum sie einfach die ganze Zeit stirbt. 146 bis 178. 3% Chance, einen Stichtreffer zu landen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, oder? Irgendwie hat er was. Ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Boah, hier ist der Super-Sonderzank 2000. Heftig. Okay, Vollrüstung. Den Bogen kann wahrscheinlich auch keiner tragen. Auch die Armbrust sieht super schön aus. Oha. Was macht Ambivalenz? Fixiert den Gegner an seinem Platz. Ah ja, cool. Erste Kiste schon mal nicht schlecht. Gefällt mir. Also mehr als vier Kisten, oder? Nice. Ein Ring Zerstörer, edles Tuch und brutaler Bogen. Neuartige Ring, ein Fernkampffähigkeitspunkt, ein Stärkepunkt, Nahkampffähigkeitspunkt, Gesundheitspunkte. Und was haben wir hier? Okay, dann tauschen wir den aus, dann kommt der hier rein. Und mich nur an Nahkampffähigkeitspunkt, gibt es extra Stats noch dazu. Den Rest kriegt er. Neuartige Ring, ebenfalls nochmal das gleiche. 37 Gesundheitspunkte können wir mal tauschen. Ne, mit dem hier tauschen wir das. Geht auch er. Ah, Bruder. Die Waffe, Mann. Was haben wir erstmal hier? Strahlender Stachelhelm 39. Ein Fernkampffähigkeitspunkt. Der macht einen Nahkampffähigkeitspunkt. Kann er ihn tragen? Könnte er theoretisch. Machen wir auch mal. Gehen wir ihm mal. Ein Helm. 50 Gesetzpunkte. 3 Rüstung, Lloyds Ring. Und den Ring ihrer. Mit 3 Rüstung. Und einen Nahkampffähigkeitspunkt. Dafür werden wir die Rüstungspunkte reduzieren. Dann kriegt sie das. Ach, das ist ein Amulett. Nee, das, den Ring wollte ich da. So, was haben wir noch für schöne Waffen? Intelligenz 61. Das kann ich eh knicken. Wird keiner haben wollen. Aber das Ding ist ja heftig. 55 bis 221 Schaden. Stichschadenspunkt um 4% gesenkt, plus 4% Chance, einen Fernkampf abzuwehren, einen Fernfähigkeitspunkt dazu. Aber das ist nicht für mich gedacht, wahrscheinlich, wa? Naja, 70 bis 50, also minus 70 plus 50 Schaden. Nee, nicht so gut, aber sah gut aus. Okay, hat sie Platz? Hat auf jeden Fall keinen Platz mehr.
Nicht schlecht, schöne Items auf jeden Fall. Sehr hübsch und wieder super Gesundheitstränke. Oh, der wartet, da ist noch was. 40 Intelligenz, hat sie das? 37, wow. Aber ihr seht eh Mareks Bogen. Ha. Ein Echohelm und ein Fleischreißer. Schrott. Ich will den Fleischreißer mal ganz kurz haben. 138 bis. Ah, wieder leider ein Hammer. Den kann er zum Beispiel tragen. 138 bis 186. Wäre für einen Kampfmagier, ist er nicht so für ihn gedacht. Schade. Die Rüstung ist Schrott. Können sie auch nicht tragen. Und der Echo-Helm. Puh. Ein Maler pro Treffer schon 37 Punkte. Ein Nahkampf. Haben wir Nahkampfschaden? Nee. Fernkampffähigkeitspunkte hinzufügen. Und der hat da schon ganz guten, ne? Vielleicht sie? Was brauchen wir dafür? Eine Herausforderung? Voraussetzung 40 Stärke. Das kannst du knicken bei ihr. Ach, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Okay. Auch diese. Was haben wir hier noch? Beeindruckende schlechte Axt. Schade. Aber das war's auch. Nee. Ist auf der anderen Seite vielleicht noch was? Auf jeden Fall super schöne Items. Wenn wir wenigstens mal Kisten ordentlich was drin ist, aber leider. Naja, okay, wir konnten auf jeden Fall die Ringe austauschen, das war okay. Er hat einen besseren Helm bekommen, das ist auch super. Er bräuchte mal ein Amulett. Er hat ja gar keins. Was laufe ich denn eigentlich rum, ey? Wahnsinn. Aber das ist schnell lang zu spielen, dann ist auch langsam. Na gut. Aber immerhin, die Kammer absolviert, die letzte Quest, vorletzte Quest wahrscheinlich. Und damit alle Artefakte mitgenommen. Our hero stepped forth from the Chamber of Stars a fearless champion who would valiantly stride into the army of horror and wait, determined to crush an eternity of madness before it could be unleashed. Sehr gut, haben wir geschafft. Nochmal eine Sequenz freigeschaltet, die man sonst nicht gehört hatte. Besiegt die Sex ist wahrscheinlich die allerletzte Mission. Ein neuer Auftrag wurde aufgenommen. Besiegt die Six. Ach, das hat sich vom Saal der Sterne zu Kapitel 9 Dungeon Siege geändert. Interessant. Oh, wie der Helm sieht ja geil aus. Die haben auch schon wieder die Tür aufgemacht. Okay, also die anderen waren nicht die ersten, die Tür aufgemacht haben. Hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Root hat Stufe 53 erreicht. Und hier haben wir schon wieder so einen Krell. Kell? Ja. Easy peasy. Mehr Heilung bitte. Okay, wenn wir erstmal den kennen. Brauchen noch Bogenschützen, ja, auch cool. So, willst du mal einen Mana-Trank haben? Nice, schön heilen, heilen, heilen. Super viel heilen wir auf jeden Fall. Mega gut. Jetzt ist er tot. Und die restlichen Gegner sollten kein Problem darstellen. Ein Lava-Renner und hier gibt es wieder Zelle für Zelle. Müssen wir abschlachten. Aber das kriegen wir hin. Oh. Ich habe fast keine Heiltränke mehr. Ein Kampfpanzer, auch sehr interessant. Sieht aus wie so ein Pantomime. Der Lava-Renner. Ja. Werde ich immer mit Tränken vollstopfen? Oder habe ich das immer so gemacht? Ich weiß gar nicht mehr genau. Damit er die großen noch nicht benutzt, weißt du? Weil die großen kann er ja dann immer noch, können wir ja immer noch einmal auffüllen.
Mach schon mal wieder die Tränke hier rein. Ja, der braucht viele. Der braucht viele Tränke. Schade. Komme ich nicht mehr oben links mit den Tränken? Oh, on point. On point, meine lieben Freunde. Gut, ich danke fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Wir machen kurz eine Pause. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Vielleicht letzte Folge. I don't know. Ich weiß nicht, wie lange dieses Kapitel noch geht. Das 8. Kapitel war jetzt nicht allzu lang gewesen, tatsächlich. Wobei, von dem Befreien vom König an sich nicht viel, aber wir haben ultra lang gebraucht, weil die Gegner einfach ultra zäh sind. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dungeon Siege. Bis dann, Leute. Ciao.